In diesem Video möchte ich Ihnen als Moderatorin oder Moderator zeigen, wie Sie die Kalenderfunktion in Comsi starten und welche wichtigen Einstellungen es gibt. Um die Kalenderfunktion in einem Raum zu aktivieren, müssen Sie Moderator oder Moderatorin sein. Es geht dabei nicht nur um das virtuelle Lehrerzimmer. Sie können auch in Gruppen die Kalenderfunktion nutzen, beispielsweise im Raum einer Klasse oder einer Fachschaft oder eines Arbeitskreises. Gehen Sie auf die Rubrik Einstellungen. Aktivieren Sie hier die Rubrik Termine. Ob Sie hier Anzeigen oder Verbergen einstellen, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich empfehle, bei der ersten Einrichtung eines Kalenders hier zunächst Verbergen einzustellen. Die Konsequenz, Sie erinnern sich vielleicht, ist, ob neu eingetragene Termine hier zu sehen sind. Werden sehr viele Termine eingetragen, wird diese Liste möglicherweise sehr lang. Passen Sie gegebenenfalls noch die Reihenfolge an. Und klicken Sie auf Speichern. Wechseln Sie nun zur Rubrik Darstellung. Hier können Sie auswählen, wie die Termine standardmäßig angezeigt werden sollen, beispielsweise als Monatsansicht. Klicken Sie auch hier auf Speichern. Gehen Sie nun zurück zum Raum und dort finden Sie die Rubrik Termine. Sie sehen hier die Standardansicht Monat. Jeder Nutzer hat aber die Möglichkeit, die Darstellung selbst zu ändern. Hier rechts haben Sie nun die Möglichkeit, Ihre Kalender zu editieren. Sie können beispielsweise den Titel des Kalenders anpassen. Und auch die Farbe. Sie können aber auch weitere Kalender einrichten. Beispielsweise könnten Sie einen Buchungskalender führen. Oder möglicherweise einen Kalender für Klassenfahrten. Diese Entscheidungen müssen überlegt getroffen sein, insbesondere wenn es um die Kalenderverwaltung einer ganzen Schule geht. Viele Kalender können die Übersichtlichkeit erhöhen, müssen aber nicht. Allerdings bringt es bei dem Anlegen eines Termins die zusätzliche Fehlerquelle mit rein, dass die Nutzerin oder der Nutzer ja den richtigen Kalender auch auswählen muss. Sie sehen nun rechts die drei Kalender und können einen ersten Termin anlegen. Was Sie hier im Einzelnen tun können, erkläre ich in einem anderen Video. Für Sie als Moderatorin oder Moderator ist möglicherweise die Funktion des Terminimports noch wichtig. Gerade wenn Sie Ihre Terminverwaltung von einem anderen Programm in Comsi wechseln, ist es möglicherweise sinnvoll, Termine zu importieren, beispielsweise aus Outlook heraus. Sie haben hier die Möglichkeit, einen Kalender zu speichern. Wählen Sie den Datumsbereich, beispielsweise das ganze kommende Schuljahr, wenn das schon geplant ist. Und importieren Sie diesen Kalender. Sie können nun entscheiden, ob dieser Import in einen neuen Kalender stattfinden soll oder in einen, den Sie bereits angelegt haben. Als Autor der importierten Termine
erscheint hier nicht der Importeur, sondern derjenige, der den Kalender ursprünglich angelegt hat. Der hier verwendete Schulkalender ist der ehemalige Kalenderstandard, der bei der Erstellung des Raums automatisch mit erzeugt wurde. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, Termine wieder zu löschen. Gehen Sie gegebenenfalls noch zu den Kategorien und überlegen Sie, ob Sie weitere Kategorien speziell für die Kalenderfunktion benötigen. Für einen Raumbuchungskalender könnte die Kategorie Raumbuchung sinnvoll sein, wenn die Auswahl einer Kategorie bei Ihnen verpflichtend ist. Vergessen Sie nicht zu speichern.